Hallo liebe Telewiki-Freunde, mein Name ist Mario Pitsch und in diesem Video möchte ich ganz kurz zeigen, wie die deutsche Version mit Chrome gespeichert wird. Also ich habe hier Chromium offen und telewiki.com im Suchfeld mit Editions bekommt man eine Übersicht über die verschiedenen Sprachvarianten. Es gibt hier eine German Austria, German Germany. Ich öffne jetzt die language.de Version mit Beschreibung. Wie man sehen kann, hier entsprechende Informationen über Telewiki und mit erste Schritte kann auch hier das Telewiki selber erkennen, welcher Browser momentan aktiv ist, um eine leere Version zu speichern. Hier einfach leeres Dokument speichern auswählen. Und was man hier sehen kann, es wird sofort eine Datei index.html gespeichert. Wenn ich aber gefragt werden möchte, welche Datei gespeichert werden soll, das braucht man dann später noch, gehen wir unter Einstellungen rein, also Chrome Einstellungen, unter erweiterte Einstellungen anzeigen. Relativ weit unten gibt es einen Punkt bei Downloads, wo der Download-Folder festgelegt wird. Kann man auch hier sagen, vor dem Download von Dateien nach dem Speicherort fragen. Also das soll er eigentlich immer machen, das braucht man dann später noch. Okay, Einstellungen schließen. Jetzt klickt man da noch einmal. Jetzt fragt er, und zwar aus dem Grund, was ganz wichtig ist, wie man hier sieht, wenn man das jetzt zweimal hintereinander laden würde oder speichern würde, würde auch hier wieder eine Index1.html-Datei speichern, was man ja dann nicht möchte. Okay, wir haben jetzt eine Datei gespeichert. Die öffnen wir jetzt. Index.html. Dann sage ich plus neuer Titler. Man kann jetzt sehen, dass man hier die Datei speichern muss, weil es ungesicherte Änderungen gibt. Wenn man hier dann draufklickt, jetzt wird ein entsprechender Dialog geöffnet. In dem Fall muss ich aber jetzt eben Index.html auswählen und überschreiben sagen. Ja. Leider ist es die einzige Möglichkeit momentan, wie man mit Chrome und Chromium oder in dem Fall WebKit-Browsern speichern kann. Ja. Speichern, überschreiben, ja. Ja. Die Einstellung ist unter Einstellungen, relativ weit unten, erweiterte Einstellungen anzeigen, vor dem Download nach Dateien fragen. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste zum Speichern von Telewiki mit Chrome. Danke, viel Spaß!